Ja, Leute, heute geht es weiter. Und zwar Legacy of the Duelist Link Evolution ist am Start. Und wir spielen das Ganze natürlich. Wir sind ja Donnergigant, aber den werden wir heute nicht sehen. Denn wir wollen hier einen Einzelspieler in die Kampagne, in Yu-Gi-Oh! Gehen. Und wir hatten letztes Mal... Oh nein! Okay, das war jetzt natürlich super gut. Können wir hier auch irgendwie zurück? Ja, danke. Wir haben nämlich schon gegen Weevil gespielt. Bedeutet also, gegen Weevil brauchen wir spielen. Wir fangen heute an mit Joey gegen Mai. Und da würde ich sagen, starten wir direkt rein. Wir kennen die Geschichte. Mai möchte hier den Dicken markieren, möchte hier eben gewinnen gegen Joey. Aber im Anime gewinnt Joey. Mal gucken, ob wir das Ganze auch tun werden. Man muss sagen, Joey hat faktisch die schlechtere Karten. Wir spielen ja als zweites, glaube ich, weil wir brauchen mehr Karten, glaube ich, bei Joey. Einfach mehr Karten haben gegen Mai. Denn ja, im Anime wird das so hergestellt, ja, die kann ihre Karten sehen. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Spiel Raigeki? Okay, sorry. Ich habe gesagt, wir sind schlechter unterwegs, aber ich bin Hapi. Ich meine Raigeki. Und ihr spielt Jagdgründe? Wo sind wir? Hallo? Dancer? Wir sind im Anime! Hallo? Glaube ich nicht. Ich glaube, es hackt, ey. Egal. Es ist erstmal minus 2, das ist ganz gut. Warte mal, welche Fusionen haben wir denn da? Ah, Flammenschwertkämpfer, okay. Also nur, also bringen die alle nichts. Wild. Also Raigeki ist ja jetzt so eine Ass. Ich würde sagen, wir spielen das jetzt richtig strategisch runter. Und zwar, wir setzen und schützen unsere Lebenspunkte. Und gleich, wenn sie noch einmal uns beschwören, machen wir Raigeki. Das ist hier smart. Also wir hätten jetzt auch Raigeki machen können, angreifen können. Aber, ja okay, sie beschwört kein Monster. Coole Strategie von mir. Okay, setzt ein Monster. So, das ist doch das, was wir wollten. So, jetzt nehmen wir mehr Value raus. Das ist doch schön. Oh, was ist das denn? Zeig ein Fusionsmonster in dein Extra-Deck vor und füge deine Hand einem Fusionsmonster, dessen Name aufgeführt ist, von deinem Deck oder Friedhof hinzu. Und falls du dies tust, kannst du den Rest des Spielzugs, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, Monster mit dem Namen des weder als normal noch spezial schon beschwören. Zusätzlich können Effekte deiner Monster den Namen nicht aktiviert werden. Okay, damit können wir uns was suchen. Damit können wir uns... Ey, das ist voll cool, warte. Wir können uns damit Zeitzauberer suchen. Das ist gut. Aber erstmal jetzt Raigeki hier. Ne? Jetzt erstmal hier alles weg hier. Bum, bum, bum. Oh, schön. Doch, gefällt mir noch. Dann beschwören wir das. Dann aktivieren wir noch. Ja. Aktivieren wir noch das. Da können wir uns jetzt hier Zeitzauberer holen. Was ziemlich gut ist. Das ist noch so eine Backup-Karte. Das ist super. Das ist sehr solide. Und dann gehen wir zum Battle. Alter, ich will immer Master Duel. Ich will immer rüberziehen. Wir sind aber nicht Master Duel. Wir müssen nämlich die Phase manuell angeben. Angriff! I mean, wir sind schon mal in einer guten Position. Wenn sie jetzt eine HP beschwört, muss sie ihr Jagdgründe zerstören. Daher auch sehr praktisch. Jagdgründe bufft sogar. Guck mal, ja. HP kommt. Jagdgründe kommt. Zerstört sich selbst. Buff ist weg. Okay, fertig ist trotzdem schön. Aber in der Theorie. In der Theorie war das ganz gut. Fusionsweise. Ja, das ist natürlich... Wie viele Polymerisation spiele ich? Ich glaube, ich den 1000 Drache Rufe habe ich gewonnen. Aber... Ja. Das ist dann wieder wohl nur Pass. Mai spielt gar nicht Königshapje. Zumindest nicht in Battle City. Battle City. Wir sind nicht mehr in Battle City. Genau. Wir sind in Königreich Duellanten. Ja. Schön. So. Also das Ding ist, alles auf Zeitzauber setzen fühle ich halt eigentlich nicht. Also außer wir haben keine andere Wahl. Denn wir machen doch lieber den hier. Das ist doch hier schmackotastisch. Jetzt können wir nämlich den und den. Hat er eine Animation? Und keine Animation. Er sieht schon sehr alt aus. Ich meine, das ist auch zu Sinn. So, Angriffsmodus. Und da haben wir ihn dann. Und dann, ich will schon wieder ziehen. Moris, wir sind nicht in der Battleface. So, wir greifen die Stärkere an. Das hat einen Grund, weil sind ja Ausrüstungszauberkarten und so. Und nicht, dass wir da jetzt uns selbst... Ah, ich hätte noch ihn rufen können. Na ja, gut, ne? Dann merkt man wieder, professioneller Spieler hier am Start. Set 1, Defense, das wollen wir sehen. So, jetzt kommt unsere Panzerechse. Ja, noch ein Zauber, das ist gut. Jetzt kommt unsere Panzerechse. Jetzt gehen wir hier in die Battleface. Und dann clearen wir jetzt das ganze Board. Das ist sehr gut. Also ich glaube, sie spielt jetzt nicht so... Okay, das ist natürlich schwach. Spielt jetzt nicht so gute Karten wie... Raigeki, Spiegelkraft, also... Hat sie auch nicht im Anime gespielt, aber das heißt ja hier gerade irgendwie nichts. Kein Extra-Deck, das ist schon mal fair. So. Axträuber, ja, das ist doch gut. Ey, es scheint, als würden wir hier First Try gewinnen. Ich muss zugeben, ich war mir erst nicht so sicher. Wie viel Verteidigung haben die denn?
Wie viel hat die denn zum Beispiel? 1, 2. Ja gut, dann riskieren wir es mal. Bumm. Ja. Riskanter Move wurde belohnt. Angriff. Angriff. So, also wenn jetzt nicht irgendwas Krasses kommt, haben wir gewonnen. Komm, gib einmal auf. Niemand will, dass du gewinnst. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Hä? Deshalb habe ich ein Verstärker gewesen. Ich meinte die Königin. Aber okay. Das heißt, wir im Game. Oh! Ja, komm, Leute. Für den Flex. Für den Flex. Was für. Kann man es irgendwie ein bisschen beschleunigen? Nee. Was für ein Flex hier. Ja, komm, wir müssen flexen. 1000 Drache Nummer 2. So ein Ding nämlich. Ja, die extra Monsterzone. Wenn sie hier nicht Anime-Regeln spielen, spielen wir auch nicht Anime-Regeln. So ein Ding ist das nämlich hier. So, Battleface, Angriff und weg damit. Und der natürlich hier darf den Finisher machen. Angriff! 1000 Drache! Ja, Mucke kommt. Die wollen wir hören. Ja, mal, das ist schlecht. Ja, im Anime gewinnen wir eigentlich mit den Zeitzauberer. Aber was soll's. So, beenden hier. Was haben wir jetzt? So, hab ich beendet. Jetzt kommt Marco. Yugi gegen Marco. Jetzt müssen wir den Mond zerstören. Also das Ding ist natürlich, ne, wie gesagt, viele Leute, die vielleicht die erste Folge noch nicht gesehen haben, wir werden in Zukunft die Story mehr eingehen, hier aber nicht, weil jeder die Story kennt. Wie gesagt, wir laufen jetzt in Screenshot Dolanten rum, wir haben Hunger, finden jetzt dann Essen und das Essen gehört jemandem und zwar Marco und dann sagt er, let's go, Duell. Natürlich sagt er Duell. Nein, es geht natürlich auch um Sternships, ne, weil wir sind in Königreich Dolanten, das heißt, wir wollen Sternships haben. Nein! Ey, wir fahren halt gut, auch hier. Fangen wir. Eine Karte mehr ist ziemlich gut. Eine Karte ist ziemlich gut. Hat das vielleicht eben das Duell gecarried? So, mal gucken. Was haben wir denn Schönes hier? Okay, wir haben den Mond. Haben schon gewonnen. Nein. Aber wir Spielkraft. Sehr stark. Spielt er jetzt. Also, ich weiß nicht, ob das regelkomfort ist. Ich habe das Gefühl, er hat die gesteckt bekommen. Na egal. Wiedergeburt. Okay, fair. Fangen wir einfach an mit Setzen. Und natürlich jetzt Setzen. Und setzen. Ja, mehr können wir jetzt in dieser Situation erstmal nicht machen. Was macht das? Rüste ein ungeheuer Krieger aus. Der ist nicht ein ungeheuer Krieger. Perfekt. Spielkraft lohnt sich. Nein, möchte ich nicht. Oh. Nein. Wir brauchen gar keine Spielkraft hierfür. Wir machen jetzt nämlich hier den Bannkreis. Guck mal, also sind wir gecarried hier. Oh, Biberkrieger. Der ist ungeheuer. Oh, wow. Das ist jetzt nicht so stark. So, und jetzt setzen wir den und können wir nämlich gleich Gaia rufen. So ein Ding wird das nämlich. Gaia wird hier das Duell carryen. Hat nichts mit Anime zu tun, aber ist egal. Gaia wird hier carryen. Battleface. Ja. Gefällt mir. Haut Spielkraft nicht mal. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut hier. Okuribo. Ja, ich meine nett, aber brauchen wir nicht. Ja! Tribut beschwören. Et voilà! Gaia. So, jetzt haben wir die mächtigste Kreatur auf dem Feld. Und ich habe so das Muster erkannt, wer das stärkere Monster hat, gewinnt. So, Angriff. Ja gut, wir hätten auch den angreifen können. Aber falls der Ausrüstungszauberkern spielt, ja. Wir haben auch Spielkraft. Ich meine, egal was er ruft, er wird da jetzt ja wohl technisch gesehen nicht durchkommen. Spalt. Ist das dein Ernst? Wir lassen alles durch. Wenn er nochmal sowas wie Spalt hat, da bin ich dann... Ja, da bin ich ein bisschen überfordert jetzt hier. Spalt. Schon wieder eine Karte, die im Anime 100% nicht gespielt wurde. Egal, wir haben Gaia, wir sind in der besten Position. Was ist das denn? Ein pro Spielzug. Wenn ein Kampfposition eines Monsters von Typ Fels, das kontrolliert geändert wird, du kannst eine Zahl von Freikarte wählen, die dann geht, zerstörst du Ziel. Ah, das ist quasi der Mond. Ja, heißt ja auch so. Smart Movies. Wenn wir Kuribo aktivieren können, nehmen. Wäre auch Kuribo, wenn wir Gaia haben. Lebenspunkte sind auch nur eine Ressource. So, Gaia ist on the start. So, jetzt gehen wir in den Battleface. So, diesmal greifen wir den Schwächsten an. Ist mir auch egal. So, greif den an. Bumm. Weg da den. So, und dann gehen wir ab. Ey, Venus wieder Spalte, ey. Kriegt so viel.
Vor allem, das war jetzt ja okay so mit Spalt, aber uns fehlt jetzt einfach faktisch. Faktisch fehlt uns jetzt irgendwie Monster. Aber vielleicht werden wir es ja gleich ziehen. Zug 10 schon, okay. Schwerter. Ah, schwierig. So, I mean. Nee, wir machen das, wenn wir in Betrouille kommen. So, jetzt fetzen wir erstmal hier die Starken weg. Und dann gehen wir ab. Also, Schwerter wäre gut. Falls jetzt Spalt kommt, können wir uns protecten. Wir haben auch eine Mirror Force. Wir wollen 3 Züge dann haben. Er hat kein Monster zum Spielen? Was hat er denn in der Hand? Endes Land. So schön, wenn die das Simperfall ist, jedes Spielers, der Zugspieler hat 500 Schaden. Das können wir machen, aber nicht jetzt. Not yet. Das wäre schlecht. Weil das würde ja heißen, dass wir uns selber einen Countdown setzen und wir sind dann automatisch in 7 Zügen tot. Das wollen wir nicht. Das können wir machen, wenn er weniger Leben hat. Das können wir brennendes Land spielen. Auch wenn die Karte eher gegen Weaver war. Okay, das ist da. Das ist natürlich gut. Den Elfenschwert. War der keltischer Wächter? Warte, heißt der? Nee, der heißt noch Anime-Elfenschwertkämpfer. Nee, das muss ich jetzt eben nebenbei googeln. So ein Ding ist das. Yu-Gi-Oh-Elfenschwertkämpfer. Ja, der heißt wirklich keltischer Wächter. Ja gut, okay, fair. Ich dachte gerade, die haben die Anime-Namen jetzt übernommen. Dann wird auch gar keinen Sinn machen. Ja, jetzt aber lohnt sich quasi Schwerter schon. Auch weil wir dann wissen, was der hat. Das heißt, wir können ja sehen. Guck mal. Das ist ja mega gut. Können wir nicht beides clearen? Angriff auf den da. Und das hier Angriff auf den da. Guck mal. Easy. Jetzt haben Schwerter was gebracht. Jetzt für eine Spalt nicht mehr Hops nehmen. Ich meine, wir sind in der besten Position. Marco hat keine Chance. Keine Chance, sag ich doch. Na gut, er kann jetzt auch nicht angreifen. Muss man fairerweise sagen. Also von daher. Wilder Kaiser. Ja, mehr Angriff, ne? Beschwören wir. Und ja, ich weiß, dass wir dafür eine Druckbeschwörung machen wollen. Aber. Hä? Wilder Kaiser spielt Yugi nicht mal. Ja, wir nehmen einfach irgendwelche Karten. Oder was ist hier die Devise gewesen? Battleface. Der wird ja wohl nicht 1-9 deffern. Nee. Okay, und Angriff. So. Wenn es so weitergeht, können wir brennendes Land aktivieren. Schwerter schützen uns eh noch. Das heißt, Schwerter, also selbst wenn er ein stärkeres Monster hat, kann er das halt nicht rufen. Also kann er. Oh. 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 Oh, das ist ein Problem. Oh, das ist ein Problem. Ja, egal. Wir mauern. Also, ihr wisst natürlich, was ich vorhabe, ne? In Spiegelkraft reinrennen lassen, haben wir Duell gewonnen. Aber trotzdem, krank. Hat auch nicht gespielt. Einfach 2500. So, Schwerter sind weg. Das ist aber uns wirklich egal. Weil wir können jetzt hier... Oh, noch ein Biberkrieger. Ja, wir floaten unser Feld zu. Wir machen jetzt Angst hier, gehen in die Battleface. Kloppen den natürlich weg. 2000! Oh! Die kenne ich noch von früher. Die habe ich früher mal gehabt. Ich fand die voll cool. Ich meine, 2000 Defense. Ich meine, natürlich fand ich die cool. So, dann bist du. So, mein Lieber. Greif an. Kartentechnisch komplett im Vorteil, aber. Battleface Attack! Ja, dann also, wird ihr was aktivieren, du. Hallo, hallo, hallo. Macht des Spiegels! Tja. Cool. Wir haben gewonnen. Ja, jetzt hier, Leute, ihr wisst, für den Flex. Brennendes Land! Weg mit dem Meer, ey. Kein Bock mehr hier. Flip-Beschwörung! Ja, ne. Battleface. Wir wollen jetzt hier nicht übertreiben. Ich wollte gerade Silber fangen noch beschwören, aber. Bumm. Bumm. Die Karte, die wir spielen. Auch direkter Angriff. Entspannt. Gewonnen! Ja, Leute. Läuft da wie im Schnürchen hier. Das ist ja crazy. Ja, ja, wir haben gewonnen. Glückwunsch. Aber wir haben Obi bekommen. Nett. Was? Wir haben Reis Attribut bekommen. Glück und Garten. Also, wir spielen eh nur Anime-Deck. So. Dinosaurier. Ja, Rex gegen Joey. Warte mal. Nee. Weevil ist aktuell, also laut Anime, ist der ja der Weltmeister. Und er ist zweiter Platz. Ist auch crazy, ne? Der zweite Platz der Weltmeisterschaft tritt einfach gegen Joey an, der das Spiel halt legit noch nicht kapiert. Ja, es geht wieder um Mai. Also es geht hier darum, zu zeigen, wer der bessere Spieler ist, um Mais Kunst zu gewinnen. Nein, eigentlich nicht. Dann auch ein bisschen. Rex will die auf jeden Fall. So. Ja, wieder zweiter, weil... Komm, gib mir wieder Raigeki. Ey, wenn Raigeki und so, fühle ich, komm. Komm, gib mir gute Karten. Oha! Sehen aus doch einfach voll broken. Okay, 1-6. Ein Tribut. Ein Tribut. Minus. Zeitzauberer!
Ja, wir gehen direkt rein, bevor der eine Truppenbeschwörung macht, mal wieder eine Truppenbeschwörung. So ein Ding ist das nämlich. So, und jetzt beschwören wir den hier. Ja. Weg da. Und da ist er. Der Sumpfkampfwächter. Obwohl, ich muss zugeben, Seelenaustausch, ja, okay, ist schon unfair. Eigentlich müsste man eher so einen Token haben. Aber ich finde die Idee gut, weil normalerweise spielt man ja im Königreich der Dolanden ohne Tributbeschwörung. Wir spielen jetzt ja mit Tributbeschwörung. Von daher ist das ja ein bisschen unfair. Weil zum Beispiel Sumpfkampfwächter ja theoretisch dann unspielbar ist. Jetzt hier in dieser Konstellation dann halt schon. Lol, 800 nur. Von daher finde ich das noch irgendwo fair. Ja, Seelenaustausch ist vielleicht nicht fair in der Konstellation dann, weil selten Monster wegnimmt. Aber hätte man jetzt einen Token genommen, das Spezialbeschwört und Tribut beschwören, wäre das sogar irgendwo fair gewesen. Ödland. Okay, fair. Oh no, der hat 1,8, ne? Ah, das ist jetzt natürlich Minus. Egal. Wir sind noch in einer guten Position. Vielleicht ziehen wir noch was. Das ist einfach schwächer. Junge, wir sind einfach schwächer. Egal. Dann machen wir jetzt hier... Ja, ist natürlich blöd. Boah, ich hätte einfach mal nichts beschwören sollen. Weil ich vermute, dass er nicht angreifen würde. Aber vielleicht mal eine Truppenbeschwörung. War schon richtig. Wenn er jetzt kein Monster hat, dann... Warum auch immer er kein Monster haben sollte. Aber wenn er jetzt kein Monster hat, dann können wir hier Truppenbeschwören. Ja, okay. Ja, was hoffe ich denn auch? Was hoffe ich denn auch da? Also, was hoffe ich? Also, was habe ich erwartet? Also, aber bei 4 Karten keine Hand. Oh, so rum. Warte. Spielen wir hier... Warte, wir aktivieren die auf jeden Fall. Spielen wir gerade mit der Regel, dass wir 2 haben dürfen und nur eine. Wow. Selbst das ist ja nicht mal... Okay, nur eine. Okay. Ja, ich würde sagen, wir passen, weil Zeitzauber ist dann nett, aber... Ja, wir wollen ein bisschen mehr Value rausholen, weil wir werden natürlich treffen. Digga, wie viel hast du davon? Ist auch irgendwie so... Das ist so die Klischee-Dino-Karte, ne? Einfach so, ja, boah, ein Dino. Ja, hier ein Dino. Ja, ist ein Dino. Okay, fair. So, komm. Ist hier irgendwas? Toll, da haben wir die anderen jetzt. Egal. Dann kommen wir jetzt hier unsere S-Karte. S, genau. Ja, das kann S werden, wenn wir das aktivieren. Effekt. Natürlich immer Kopf. Ja! Einfach besser. Einfach besser, sage ich dazu immer. Einfach besser. So, Angriff. Guck mal, ich bin einfach ein Joey-Spieler. Ich hab's drauf. Nur spiel strategischer als er, würde ich behaupten. Er hätte Zeit sogar schon den ersten Zug gerufen. So, vielleicht hat er jetzt kein Monster. Ja. 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 Wie gesagt, fair, aber... Oh, haben wir noch Tributmonster? Komm bitte, irgendwas hier. Ja gut, das ist jetzt natürlich nicht so das Fette. Digga, ist auch eine Hand, ey. Was können wir eigentlich rufen hier? Am Extra Deck. Hallo? Ich will mal Extra Deck angucken. Hallo? Hat kein Monster? Oh, wir hätten es halt sogar noch ein... Oh! Okay, jetzt sind wir offiziell zerstört. Ja, was soll ich denn jetzt 2000 machen? Digga, nur Tributmonster. Wow. Also, das bringt eine Extraklasse. Was ist das denn? Ich finde auch nett, dass sie D5 hinschreiben. Wow, schwarzes Küken. Wow. Wow. Wird von Küken zerstört. Die Mucke ist immer noch fröhlich. Muss traurig sein, ich bin verloren. So, nochmal. So, das kann er wohl nicht angehen hier. Ja, DDD. Das ist voll das Level, was wir gerade spielen. Definitiv. Also, wir machen ja auch quasi Combo ohne Ende. Nimmt der immer Schere? Zweiter. So. Die Karte mehr brauchen wir dringend. Wir spielen hier nur Bricks. Wer hat denn gedacht, dass das eine gute Idee ist? Snitch! Busted. Einfach busted. Er zieht kein Monster. Das ist schlecht für uns. Komm. Oh, Pot! Ja, Pot of Greed. Ich zieh 2. Beste Karte. Ja, Alter. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Guck mal an, ey. Der hat genauso viel wie... Na gut, der hat 50 weniger. Deswegen ist der ja Stufe 4 und der andere Stufe 5. Oh, Mann, ey. So. Als ob er Brick hat. Als ob er echt... Er hat jetzt die Hand wie ich vorhin. So 5 Tributmonster oder was? Ja. Ja. So ein Ding nämlich. So. Oh, ey. Jetzt machen wir hier... Geh mal einen Druck. Wir beschwören erstmal mehr Krieger. Der wird auch nicht. Ey, Spiel, habt ihr den echt Spiegelkraft gegeben? Okay. Finde ich besser als Spiegelkraft, von daher alles kein Problem.
Er ist einfach Hexer. Oh mein Gott. Okay, das ist strong. Naja, der ist jetzt nicht so strong. Lol, der ist einfach stärker. Cool, ich kann Snatch aufgewandt. Lol. Da beschwören wir den. Opfern wir den. Hat er einfach 50 zu wenig. Das finde ich lustig. So, mein Lieber! Hä, was war das denn? Achso, der ist sogar stärker! Let's go! Oh, natürlich ist er stärker. Der ist auch wirklich ein Krieger. Angriff, bumm. Also, ich sehe mich das Ding gewinnen gerade noch, aber nix Voreiliges hier schließen. Wiedergeburt. Ja, das ist egal. Warte, wie wird stärker? Diese Karte hält 500 Karte für jeden. Okay. Die Elfen für jeden. Ah, sehr schön. Okay. Also, wir können jetzt Datman. Wir gehen für den Schaden. Wir gehen für den Schaden. Wir snatchen uns das jetzt nämlich. Und beschwören den. Hallo. Ja, ich möchte du beschwören. Ja, möchte ich. So, wir aufhören nämlich den Dino. Das ist nicht viel mehr Schaden jetzt. So. Boom. Also, Anime hat man mit der Combo gewonnen. Nur, dass halt, ja, die Vize nicht auf dem Feld war. Aber mit der Kombi hatten wir schon sehr gute Positionen. Also wirklich sehr, sehr gute Position. So. Dann ist der Gegner dran. Leute, sieht gut aus. Wilder Kaiser, egal. So, wir machen hier Joey-Style. Einfach Angriff. Let's go. Nicht nachdenken. Okay, wir denken vielleicht doch nach. Mehr für 2. Wir setzen den. Ja, wir können auch einen Angriffsmodus beschwören, aber wir beschwören das, damit wir halt einmal so zu tributieren haben. Weil wir haben genug zu tributieren. Aber ich glaube, das wird nicht relevant sein. Fossile Ausgrabung. Strong. Gute Karte. Ödland. Ja, es reicht aber nicht. Es reicht vorne und hinten nicht, mein Lieber. Ja, oh, meine tolle Karte. Soll ich jetzt sehen aus Hoffmann? Uiuiui, oh, Fallgrube spielen wir, das ist strong. Egal, Battleface einfach draufrennen und das war's dann hier. Nett, dann haben wir es doch gewonnen. Aber Snatchpot und Seelentausch ist auch unfair, würde ich sagen. Gewonnen! Nice, nehmen wir mit. Oh nein, ich habe verloren. Warum bekommen wir nicht Red Eyes? Warum? Das ist sogar Story. Na egal, so. Ja, Leute, nächste Folge, denke ich mal, haben wir dann Bakura gegen Yugi, beziehungsweise eigentlich ist es ja alle Freunde gegen Bakura im Schattenduell. Wir werden mal sehen, wie das Duell sein wird. Aber ich hoffe natürlich, dass die Folge euch gefallen hat, wie immer. Um zu wissen, ob euch das Ganze gefällt, lasst mal eine Bewertung da oder schreibt natürlich einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch natürlich, wie immer, einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.